Yo, willkommen zurück zu Let's Play Variolent 4. Beim vorerst wohl letzten Boss aus der letzten Passage, die wir betreten haben, und zwar Cuco Condor. Das Tor öffnet sich, da wir alle vier Edelsteine gefunden und komplettiert haben. Aber was dahinter auf uns wartet, möchten wir vielleicht gar nicht unbedingt wissen. Doch, möchten wir natürlich. Los geht's. Boss Time. Gleich zu Beginn eines Levels. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine riesige fliegende Uhr. 4 Minuten. Ah ja. Und oben sitzt der Kondor anscheinend drauf. Und wenn der Greif einmal unten kommt, können wir ihn rammen. Hoppala. Der schwingt hoch und trifft den Kondor, der anscheinend die Ohrringe in seinem Schnabel hält. Ja. Wuppa. Nein! Nein, 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 nein! Okay. Ich habe einfach irgendwelche Tasten gehämmert in der Hoffnung, er lässt mich los. Ist meistens das Beste, wenn man irgendwie angegriffen oder gegriffen wird. Nicht angegriffen, aber aufgegriffen, könnte man sagen. Ah, da ist der Kondor. Gar nicht mal so schön. Er legt Eier. Da kommen kleine Entchen raus. Süß. Na, 2 Stück noch. Der war ziemlich simpel, der Boss, ehrlich gesagt. Na, okay, jetzt fängt es an, nervig zu werden, wenn da so. Au! Explodieren die oder was? Ah, die explodieren wirklich. Au! Was zur Hölle? Wir warten jetzt mal, bis er wiederkommt, dann machen wir das so. Genau. Machen wir es von vorne, wenn er so schnell fliegt. Dann treffen wir uns auch nicht mit den Entchen. Dafür gibt es 3x Ohrringe und 3 Kisten. Okay, es sind 2 Ohrringe, aber egal. Wenn der liebe Eigentümer dieser Pyramide, dem die Schätze alle gehören, vielleicht auch 3 Ohren hatte. Wupp, 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 wupp. Und das war die letzte Passage. Was jetzt wohl passieren wird? Ehrlich gesagt, weiß ich selber nicht mehr. Die Pyramide kommt aus dem Boden raus, das letzte Stückchen. Und wir können die Golden Pyramid betreten. Golden Passage. Wir schauen mal rein. Wow. Okay. 9 Minuten 30. Dann beeilen wir uns am besten. Ah, die brechen weg. Oh mein Gott, und die Kronleuchter fallen runter. Oh mein Gott, und ah! Was ist denn das bitte? Nein, 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 nein! Oder hätte ich unten lang gewollt? Nee, hätte ich glaube ich nicht. Wär schneller gegangen, aber naja. Nerv. Okay, ich verstehe aber glaube ich, ja, wir müssen halt. Gut, dass man gar nicht sieht, wo die Dinger spawnen, ne? Normalerweise gibt es ja dann immer irgendwie sowas wie ein Riss. Ah, wir müssen ganz zur Seite. Da oben ist. Ah. Wir müssen also auch in diesem Level alles finden. Nein. Die lassen sich hier vor allem sehr schwer steuern, die Blasen. Da haben wir das erste. Jetzt ganz rüber. Ja, okay, schaffe ich. Gut. So. Wo müssen wir denn hier lang? Geht's hier nach oben? Nein, tut's nicht. Dann, hau mal drauf. Ah.
Verstehe. Hau nochmal drauf. So. So. Hat irgendwie von allem so ein bisschen was. Jetzt kommt so ein Zombie-Teil, eben meine Wasserstelle, dann das mit den Sprungtypen, jetzt Zombie und Tod, mit den kleinen Hackball-Leuten. Wahrscheinlich müssen wir da wieder irgendwo runter. Gucken wir mal, ob hier irgendwo was versteckt ist. Wenn wir als Zombie vielleicht irgendwo durch den Boden fallen mussten, weil irgendwo hier was ist, wo wir drauf sinken mussten oder so. Ne, tatsächlich ist das einfach nur... Wenn wir jetzt runtergefallen wären, hätten wir halt schwimmen müssen, was länger dauert und uns vermutlich etwas mehr Lebensenergie kosten wird, weil hier die blöden Fische sind. Aber hier gibt es anscheinend nichts weiter. So, was gibt's hier? Ah. Ja. Können wir zu einem dicken Schneemann werden? Nein. Aber hier könnten wir rollen wahrscheinlich. Da wäre Zombie-Ende. Stopp, ich möchte noch was gucken. Ob da unten irgendwo was ist. Da ist nur ein Kristall. Okay. Ich hab eine Idee. Ja, aber das war's wahrscheinlich dann auch schon. Gut, dann können wir uns jetzt wahrscheinlich in den Schneemann verwandeln. Obwohl, nee, noch nicht ganz. Moment, ich möchte noch gucken, was hier hinten war. Ja, wahrscheinlich müssen wir hier oben hinfliegen. Da ist bestimmt noch was, oder? Ja, da hinten ist was. Genau. Nummer 3. Da hinten war auch noch was. Vielleicht die CD oder so? Gibt es da überhaupt eine? Ich habe das gar nicht geguckt. So, machen wir die Dinger mal schief. Da ist ein letztes Stück vom... Nö! Oh, nö! Ah, okay. Ist nicht ganz so wild. Ja, nein, 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 nein. Nicht noch weiter nach hinten. Okay, also da wollen wir nicht runter. Wir wollen den normalen Weg. Per Fledermaus. Das kostet natürlich jedes Mal echt einen Haufen Zeit, ne? Wenn wir jetzt nochmal runterfallen irgendwo. So, da haben wir das schon mal. Fehlt nur noch der Schlüsselgeist. Hallo Professor, übrigens. Entschuldigung, eingeklemmt macht nichts. Tut mir fast ein bisschen leid. Ich glaube, das erste Mal, dass der Professor im normalen Level so auftaucht. Hätten wir wahrscheinlich springen müssen. Jawohl. So, und dann kommen wir jetzt vielleicht ganz bis zum Ende. Einfach durchschwimmen, fast. Wohlgemerkt schwimmt er nur mit den Füßen, ja. Trotzdem ist er so schnell. Und hinaus. Puh, das war ein aufregendes Level. Das war aufregend. Komplett unter Zeitdruck zu stehen, das ist mal was anderes.
Und damit geht sofort die Tür auf. Na, nur eins. Vermutlich wieder mal ein Boss. Würde ich jetzt ganz scharf behaupten. Golden Diva. Gut, das machen wir noch. Wir haben noch genug Zeit. Und dann wird das hier vielleicht schon der letzte Kampf. An diesen Boss kann ich mich ja leider überhaupt nicht mehr erinnern. Hallo Katze. Hinein. Seht mal, alle Truhen, die wir gesammelt haben. 12 Stück, 4x3. Gar nicht mal so schön. Aber sie hat alles, er hat alles auf, was wir gesammelt haben. Collier, Ohrringe, Krone und Armreife. Die Katze greift ihn an. Was hat es mit dieser Katze nur auf sich? Oh, okay. Er saugt die Katze ein. Wahrscheinlich ist er kartophil oder gartophil. Okay. Ich glaube, ich weiß wieder, was wir tun müssen. Ich meine, wir müssen diese Gesichter... Na. Diese Gesichter... so drauf sprengen und die dann gegen seinen Fächer werfen. So. Dann geht er nämlich kaputt. Ich glaube, erst dann startet die zweite Phase. Wo wir ihm wirklich Schaden zufügen können. So. Okay, es ist eine Frau. Was bist du? Ah, okay. Verstehe. Voll ans Kinn. Der guckt gar nicht mal so schön. Was ist das denn? Ah, ich verstehe. Au! Fast! Bam! Haben wir noch? Ah! Na. Ja, wenn man einigermaßen abschätzen kann. Opala. Die gehen ja ganz schön schnell hoch, wa? Abschätzen kann, wo er die hinwirft, dann geht es. Aber. So. Ah, ich verstehe schon. Genau, und jetzt müssen wir nämlich dann. Unten an sein Kinn springen, genau. Können wir das nochmal machen? Nee. Was haben wir jetzt? Nochmal die Phase. Oh, das ging schnell. Kommt anscheinend immer so in der Reihe durch. Die Gesichter sind einfach der Hammer. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, da kommt nämlich dann schon wieder der Hammer. Komm, einer geht noch. Ne, geht nicht mehr. Können anscheinend nur einmal. Immer noch ein Käfer. Oh, ohne Käfer, okay. Na. Ah. So. Geh weg. So. Langsam wird die Zeit knapp. Obwohl, es geht noch. Hoch. Macht jetzt aber auch nicht viel schöner, ne? Ah ja, okay. Aber geht jetzt deutlich schneller. So. Einmal noch. What? So.
Und da ist die Katze. Und wir haben alle Schätze gerettet, weil wir es in der Zeit geschafft haben. Das war echt ein kniffliger Boss. Nicht unbedingt schwer, aber man brauchte gute Reaktionen. Das sieht doch nach einigen Reichtümern aus, die sich Wario da unter den Nagel reißen konnte. Da freut er sich auch sofort. Oh, was passiert jetzt? Hallo, Professor. Hauptsache, die Katze haben wir noch gerettet. Was war denn nochmal mit der Katze? Und der Professor schubst Wario nochmal runter. Gut, dass der Sack gerade so da durchpasst, durch die Gänge. Und die Pyramide stützt ein, oder? Ah, sie geht unter. Okay. Mario ist ganz außer Atem, aber die Katze denkt sich, ja, cool. Oh. Oh. Marios Gesicht, Gold wert. Thank you, Wario. Dann war die Katze also eine verzauberte Prinzessin. Nö, da freut er sich. Und die Aliens rufen sie zurück zu sich. Nee, die Engelchen. Okay. Marios Gesicht ist ja mal der Hammer. Aber egal, scheiß auf die Dame, wir haben Geld. Und damit geht Wario Land 4 zu Ende, der letzte Teil einer wunderbaren Reihe. Meiner Ansicht nach nicht der beste Teil. Meine persönliche Favoritenliste ist ja immer noch Wario Land 3, Wario Land 1, Wario Land 2 und dann Wario Land 4. Also ehrlich gesagt ist das hier sogar der Teil, den ich am ungernsten spiele. Mag ich nicht so gerne, aber trotzdem ist es ein schönes Spiel. Nur weil es ganz hinten in der Liste steht, heißt es nicht, dass ich es nicht mag. Also ich mag es nur nicht so sehr wie die anderen Teile. Ich mag die anderen mehr. Nicht zuletzt, weil dieses Spiel, finde ich, nicht so umfangreich ist. Aber nichtsdestotrotz ein gelungener Abschied der Wario Land Serie auf den Gameboy Systemen. Es gibt natürlich noch viele andere Spiele, wie zum Beispiel Wario Shake Dimension oder sowas, was ich persönlich nie gespielt habe. Was aber, glaube ich, relativ ans Prinzip von diesem Spiel anknüpft, zumindest grafisch. Für den Nintendo DS natürlich noch Wario Master of Disguise. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in einem der ersten Parts. Oder im ersten Part, ich weiß es gar nicht mehr genau. Was meiner Ansicht nach ein absolut grottiges, grottenschlechtes Spiel ist. Und wenn ich ein Spiel für grottenschlecht halte, dann packe ich das auch nicht an. Also rechnet nicht damit, dass ich das auf diesem Kanal mal bringen werde. Es ist in meiner Ansicht nach nicht wert, gespielt zu werden. Wem es gefällt, dem gönne ich es natürlich, aber ich mag es überhaupt nicht, darum werde ich es wahrscheinlich nicht spielen. Und möchte es auch nicht mir antun, das Spiel irgendwie anzufangen und dann mittendrin abzubrechen, weil es doch doof ist. Darum lassen wir es mit Wario Land 4 schön ausklingen und gönnen Wario alle Schätze, die er gefunden hat, von Wario Land 1 bis Wario Land 4. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch jetzt den Abspann noch angucken und die schönen, wunderbaren Bildchen genießen.
die zu den Schätzen gehören, die Wario in seinem Sack verstaut hat. Den goldenen Gameboy zum Beispiel. Oh ja, eine Kiste mit vielen Gameboy Advances. Ein Roboter. In der Spielzeugfabrik. Schön. Wie Wario mit seinem schönen Wario-Mobil. Ich finde das übrigens sehr cool, das Wario-Mobil. Oder das Wario-Auto. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das heißt. Es war ein Auto in, ja, doch, Wario-Schlitten hieß es, glaube ich. Ein fahrbares Auto in Mario Kart Double Dash. Hieß der Wario-Schlitten? Ich glaube, er hieß Wario-Schlitten. Finde ich übrigens ein sehr cooles Gefährt. Echt ein heißes Teil. Und das war's auch schon mit dem Abspannen. A few days later. Da braust Wario schon wieder. Hallo Katze. Aber die Katze ist jetzt auch immer weiß, oder? War die nicht das letzte Mal schwarz? Steaks. $10. Eat as much as you can. Wir wissen also jetzt, dass Steaks... Ein All-You-Can-Eat-Menü mit Steaks. Für Wario das gleiche bedeutet wie eine uralte Pyramide mit Tausenden von Schätzen. Und damit verabschiede ich mich von euch mit The End in goldenen Bahnen geschrieben. Und Steaks, eat as much as you can. Aber bitte nur so viel, wie ihr vertragt. Bis dahin und ciao!